das babylonische Sprachrohr war. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Es gibt 6 Sprachen bei der ITU, wie bei jeder anderen UNO-Sonderorganisation oder der UNO selbst. Die offiziellen 6 UNO-Sprachen. Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Arabisch und Chinesisch. Die Hauptsitzungen finden alle grundsätzlich in den 6 Sprachen statt. Nun, es redet einer in einer Sprache und die anderen 5 wird simultan übersetzt. Das Schöne ist, da sucht man sich dann eine Sprache aus, die man gut kann. Ich nehme dann von Englisch, ja, und höre dem Ganzen zu. Und wenn es dann weiter runter geht, wenn es dann um die eigentlichen Arbeiten am Text geht und Diskussion, richtig vielen Diskussionen, dann findet das Ganze nur noch in Englisch statt. Wenn man sich dann einigermaßen auf der unteren Ebene geeinigt hat und das Ganze wieder höher geht, dann wird das Ganze wieder übersetzt in die anderen Sprachen, dann findet es auch wieder mit Übersetzung statt. Es gilt in der ITU im Zweifelsfall immer das Französische, wenn was geschrieben steht. Jetzt sagt jeder, Englisch ist heute die Weltsprache, warum Französisch? Nun, vor 100 Jahren war es genau andersrum. Die Weltpostsprache damals war Französisch. Das erste Abschlussdokument einer Weltfunkkonferenz 1906 damals war nur in Französisch verfügbar. Und diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Kleinen Exkurs dazu. Die WRC war fast vorbei, man trifft sich am Schluss zum offiziellen Teil, um zu unterschreiben, bei der Unterschriftenzeremonie und sagt kurz noch, ja, das ist das Dokument, noch irgendeiner ganz grob was einzuwenden hat und dann meldet sich einer hinten und sagt, tut mir leid, Herr Vorsitzender, ich habe noch einen redaktionellen Fehler gefunden. In der französischen Version sind in der Fußnote, die das 800 MHz-Band bis 2015 regeln, noch Italien und Tunesien drin, was natürlich zum Schmunzeln im ganzen Auditorium geführt hätte. Hat, weil das natürlich im Zweifelsfall die Version gewesen wäre, die gezählt hat. Ja. Es war beschlossen worden, dass die nicht drin sein sollen, ja. Nur da hat es halt irgendeiner nicht rausgelöscht. So, jetzt mehr in Richtung Rundfunk. Warum ist die WRC für uns Rundfunker so wichtig, dass wir da auch einiges an Manpower reinstecken? 2 Bereiche im Rundfunk. Das erste ist die Programmverbreitung. Das trifft vor allem 2 Verbreitungswege. Erstens die Terrestrik. Das ist, glaube ich, noch relativ naheliegend, aber zweitens natürlich auch den Satelliten. Weil auch diese Regeln und die Zuweisungen und die Frequenzen werden eben bei der ITU und bei der WRC behandelt. Aber, wird auch immer wichtiger, weil die Frequenzen irgendwie immer knapper werden, die Programmerstellung. Weil wenn wir keinen Inhalt haben, dann können wir auch nichts senden. Ja? Und da trifft es natürlich die drahtlosen Produktionsmittel, sei das jetzt ein Funkmikrofon oder Funkkamera, oder andere Funkstrecken, die da im Einsatz sind. So, jetzt wird es ein bisschen textlastiger. Die einzelnen Agenda-Items, die eine zentrale Relevanz für uns als Rundfunker haben. Da sind Themen dabei wie Software-Defined Radio, Cognitive Radio Systems, internationale Spektrumsregulierung, Electronic News Gathering, die Ergebnisse oder die Verträglichkeitsstudien zwischen Mobilfunk und anderen Diensten, die JTG56 und natürlich das 700 MHz-Band. Was auf jeder WRC auch immer schon anfängt, ist das, was auf der darauffolgenden WRC passieren soll. Darum tauchen da auch nochmal die beiden Punkte auf, allgemeine Spektrumsuche für Mobilfunk und das 700 MHz-Band. Um jetzt ein bisschen die Abkürzungen englischen Begriffe aus der Welt zu schaffen, Software-Defined Radio. Also ein Funksystem, das per Software einstellen, wo ich per Software einstellen kann, was die RF-Charakteristiken sind, die HF-Charakteristiken, Entschuldigung. Und zwar zum Beispiel die Leistung, Bandbreite, Modulationsverfahren. Da gab es die Frage, wie die ITU damit umgehen soll, unter dem Agenda-Punkt 1.19. Und man hat sich entschieden, wie gesagt, das ist kein eigener Dienst, das ist eigentlich oder das ist nur die Software-Implementierung eines anderen. Also wird man sich in Zukunft damit nicht mehr auseinandersetzen. Anders sieht es ein bisschen aus mit Cognitive Radio Systems, also mit kognitiven Übertragungssystemen. Da ist viel unterwegs und keiner weiß so richtig genau, was es ist. Eine wichtige Eigenschaft ist auf jeden Fall, dass es ein System ist, das sich selber Frequenzen suchen kann und nach bestimmten Regeln dann anfängt zu übertragen. Und ich habe schon angefangen, keiner weiß so wirklich genau, was es ist und wie man da umgeht. Also hat man beschlossen, dass man das Ganze hier weiter studieren muss. Wie sich das entwickelt und wie man
auf Seiten der Radio Regulations und der VV-Funk damit umgehen. Agenda Item 1.2 Verbesserung der Rahmenbedingungen der internationalen Spektrumsregulierung. Klingt grausam, ist auch ein ziemliches juristisches Thema. Der Hauptpunkt diesmal war, da wird auch so weitergehen, die Definition von Funkdiensten. Weil was ist ein fester Funkdienst und was ist ein mobiler Funkdienst? Nun, Mobilfunk, alles völlig klar. Und klar, ich habe ein Handy, ich laufe damit rum. Ja, das ist was Mobiles. Aber die Basisstation bewegt sich nicht. Ist das jetzt ein mobiler Dienst oder ist das jetzt ein fester Funkdienst? Eingetragen bei der ITU ist es als mobiler Funkdienst, egal ob das jetzt die Basisstation oder das Handy betrifft. Und da wird einiges diskutiert. Es gab auch ein paar Vorschläge, dass man das anpasst. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Allerdings bleibt das Thema immer noch offen. Also, weil das Thema geht dadurch nicht weg. Ja? Und die Konvergenz führt immer noch weiter. Das heißt aber auch, dass letztendlich irgendwann mal sein kann, dass man sagt, man führt einen allgemeinen terrestrischen Dienst ein. Und wenn man Mobilfunk, festen Funkdienst, dann könnte man den Rundfunk auch gleich noch mit reintun. Dann wäre die eigenständige Funkdienst als solches nicht mehr existent. Und wird natürlich dadurch einiges an seiner Wichtigkeit verlieren. Ich sage es jetzt unter diesem Agendapunkt kurz, weil es auch ein bisschen in die internationale Spektrumsregulierung reinpasst. Manche Leute werden das mitgekriegt haben, das letzte Jahr, einiges in den Medien, dass die Deutsche Welle, BBC, Al Jazeera im arabischen Raum Probleme hat, ihr Programm zu verbreiten über Satellit, weil vermutlich, man geht davon Iran aus, irgendwelche Störungen auf den Satellitentransponder draufkommen. Das wurde natürlich auch auf der WRC diskutiert. Man konnte sich auch zu ein paar Entscheidungen durchringen, aber irgendwas Verpflichtendes ist nicht passiert. Natürlich relativ schwierig, weil die ITU ist an sich auch kein Exekutivorgan. Die können da jetzt nicht irgendwelche Truppen losschicken, das steht denen nicht zu. Electronic News Gathering, also drahtlose Produktionsmittel. In einem Land ist das alles relativ simpel, weil da verkaufen die Leute meistens oder verkaufen die meisten, oder die meisten Hersteller und die meisten Händler auch nur Dinge, die in dem Land funktionieren, weil ansonsten, glaube ich, ist mit der Kundenzufriedenheit dann nicht mehr weit her. Problem wird allerdings, jetzt speziell für unsere Nachrichtenteams, wenn die, wir haben ein Erdbeben irgendwo in Pakistan, wir müssen da runter, welche Frequenzen darf ich da verwenden? Welches Equipment muss ich da mitnehmen? Weil ich kann jetzt nicht einen Produktionslaster einschiffen und dann zwei Wochen später da unten ankommen, da ist das Event vorbei. Also ich muss irgendwie wissen, was brauche ich da oder welches Equipment kann ich mitnehmen. Das heißt, erstens ist das Potenzial für Harmonisierung groß und zweitens ist das Problem auch noch nicht ganz klar umgrenzt. Das heißt, da werden weitere Studien dazu stattfinden. Mit dem Ziel natürlich, dass irgendwann mal klar ist, wenn ich ein Gerät habe, das diese Schaltbandbreite hat, damit kann ich in den und den Ländern arbeiten. Mit dem Ziel natürlich, dass ich das ganze Zeug leichter mitnehmen kann. Eine Anmerkung dazu, es gibt in der Frequenztabelle eine Fußnote, die den Bereich 470 bis 97 für drahtlose Produktionsmittel zuweist. Und da sind auf dieser Konferenz, nachdem offensichtlich viele Länder, deren Wichtigkeit erkannt haben, 42 neue beigetreten. Also jetzt sind es 74, vorher waren es deutlich weniger. Also das Thema kommt auch langsam bei jedem an, was gut ist. Eins der ganz großen, und vielleicht wäre es eigentlich sogar das größte in Sachen Rundfunk und Mobilfunk gewesen, hätte es das andere nicht gegeben. Die Studien der Joint Task Group 5-6, nämlich das 800 MHz Band, das ja auf der letzten WRC ohne abgeschlossene Studien zugewiesen wurde, wurden bis zu dieser WRC die Studien nachgeholt. Wichtig da ist natürlich für uns als Rundfunker der Schutz des Rundfunks. Und da ging es um eine spezielle Frage jetzt, weil die Radio Regulations, also die VV Funk betreffen, nämlich folgendes Szenario. Ich habe einen Fernsehsender, der von einem TV-Gerät empfangen wird, und ich habe mehrere Basisstationen.
die ja jetzt bei einem Betreiber, bei LTE, alle auf der gleichen Frequenz operieren. Und da ging es um die Frage, ja, wenn ich jetzt 5 oder 10 oder 20 oder 100 habe, die alle irgendwo verteilt sind, ob das jetzt schlimmer ist, als wenn ich eine habe. Also der kumulative Effekt, dass die sich aufaddieren. Der ist anerkannt worden auf der Weltfunkkonferenz. Allerdings ist er nicht verpflichtend berücksichtigt, was das Maximalziel gewesen wäre. Aber soweit anerkannt, dass entsprechende Studien jetzt in eine Empfehlung gegossen werden können, in der Recommendation. Und dadurch kann jeder, also jede Administration, die zwischenstaatlich bilateral verhandelt, darauf zugreifen und kann das berücksichtigen, wenn sie will. Wie erwähnt, aber das Ganze ist eigentlich besser gelaufen, als wir es erwartet hätten, weil die ursprüngliche Position, das European Common Proposal, die europäische Position, war, dass dieser Effekt nicht existiert. Es hat sich offensichtlich die Physik durchgesetzt. Was bei politischen Verhandlungen manchmal nicht so einfach ist. Und noch zwei weitere Sachen. Erstens, in der Recommendation, also in der Empfehlung BT 1368, ist geregelt, welche Schutzabstände von Rundfunk gegenüber Mobilfunk gelten. Und in dieser Entscheidung wurde die als entsprechendes zentrales Element dieser Frage identifiziert. Das heißt, in der Rundfunkarbeitsgruppe bei der ITU, die sich mit Rundfunkverbreitung beschäftigt, in der 6a, Working Party 6a, kann man diese jetzt noch entsprechend erweitern und alles berücksichtigen, was es da gibt. Die Joint Task Group 5.6 hat eine ganze Menge Studien gemacht. Das scheint jetzt hier so ein bisschen in den Tisch gefallen zu sein. Nein, das ist es nicht. Sondern alle Ergebnisse, die dort verwendet wurden, darum kümmert sich, oder die dort erzielt wurden, gingen in die Working Party 6a, also in die Rundfunkverbreitungsgruppe bei der ITU. Und dort sind auch schon mehrere Reports entstanden und sind am Entstehen, wo diese Szenarien behandelt werden. Oh, das ist zu schnell. Und dann gab es noch unter 1.17 zwei Beiträge, die gefordert haben, das 700 MHz Band auf dieser WRC unter diesem Agendapunkt zuzuweisen. Und da erzähle ich jetzt eine kleine Geschichte, wie kam es dazu. Wie gesagt, es geht um den Bereich 694 bis 790 MHz. Wenn ich es richtig im Kopf habe, die Kanäle 49 bis 60. In der Region 1. Also Europa, Russland, ehemalige Sowjetstaaten, Afrika und arabische Staaten. Von Nigeria, einem afrikanischen Land, und den arabischen Staaten als Ganzes gab es den Vorschlag unter 1.17, diese Zuweisung auf dieser WRC zu machen. Dem das einigermaßen bekannt wurde, weil die ihre Dokumente eingereicht haben, hat man das natürlich auf der deutschen Vorbesprechung der Konferenz angesprochen, in einer ganz klaren Ansage. Nun, das ist außerhalb von 1.17, weil, wie gesagt, 1.17 behandelt nur die Ergebnisse der Studien und nicht eine Zuweisung. Also da müsste den Agendapunkt ziemlich aufbohren. Also, deutsche Position, kein Thema für diese WRC, man kann es natürlich auf der nächsten behandeln. Für die Rolle der anderen Länder, die nicht zur Region 1 gehören, also die amerikanischen Kontinente und Asien-Pazifik, ist dieses Band bereits für Mobilfunk zugewiesen. Es wird noch ein bisschen eine Rolle spielen.